Hallo, hier geht es heute im zweiten Teil unserer Tutorials für die MSE-Unternehmen um die Gestaltung der Hintergrundgrafik, also der visuellen Repräsentation des Messestandes. Ich habe mich dafür schon mal in unserem Beispielstand eingeloggt, den wir beim letzten Mal eingerichtet haben. Ich gehe also hier auf Stände und auf unseren einen einzigen Stand, der natürlich hier freigeschaltet ist. Wenn ich darauf gehe, sieht man eine Grafik. Das ist inzwischen eine andere Grafik als im letzten Tutorial, weil das inzwischen die angepasste Grafik ist und die ganzen Widgets, die darauf platziert sind. Aber das ist natürlich trotzdem noch die reine Vorlage und nicht mit meiner Beispielfirma visuell zu verknüpfen. Um das anzupassen, muss ich eben diese Grafik, die wir zur Verfügung stellen als Vorlage, anpassen auf mein Design, auf mein Corporate Design oder auf meine Wünsche. Das kann ich nicht hier in der Messeplattform machen, dazu brauche ich ein Grafikprogramm. Wir stellen diese Dateien, diese Vorlagen als Photoshop-Dateien zur Verfügung. Das heißt, sie lassen sich auf jeden Fall mit Photoshop bearbeiten, aber auch zum Beispiel mit CorelDRAW und eben auch mit dem freien Programm GIMP. Das heißt, jemand, der kein Photoshop hat, kann dies auch mit GIMP machen. GIMP, GIMP geschrieben, ist ein Programm, was zum Beispiel auch als portable Version verwendbar ist. Das heißt, auch wenn man auf seinem Computer keine Administrationsrechte hat, kann man die portable Version von GIMP verwenden, ohne extra jetzt den IT-Dienstleister kommen zu lassen, um das installieren zu lassen oder irgendwelche Hürden. Und ich werde das jetzt einmal kurz demonstrieren, wie das geht in GIMP. Ich hoffe, dass alle, die Photoshop verwenden, das auch gelernt haben und deswegen wissen, wie es geht. Ich persönlich arbeite gerne mit GIMP, deswegen verwende ich GIMP. Das ist eben auch das Tool, was jeder verwenden kann, auch ohne irgendwelche Vorkenntnisse und irgendwelche Voraussetzungen seitens ja, der IT zum Beispiel. Ohne Vorkenntnisse ist ein bisschen übertrieben. Natürlich muss man sich ein bisschen auskennen, was man tut in GIMP. Aber es ist zumindest möglich, sagen wir mal, einfache Anpassungen vorzunehmen, ohne jetzt dafür extra einen Designer beauftragen zu müssen. Also eine mögliche Anpassung wäre zum Beispiel, die Lampe hier hängt mir zu tief, ich schiebe die einfach ein Stückchen nach oben. Das sieht mir komisch aus. So, das schiebe ich aber ein bisschen hoch. Hier drüben, der Mann ist schon ein bisschen näher rangerückt jetzt als in der Vorlage. Die Frau ist auch noch ein bisschen weit weg. Die rutsche ich auch noch ein bisschen näher ran hier. Die kann ein bisschen näher am Stand noch stehen oder vielleicht so, ja, genau. So ein bisschen näher ran einfach. So, natürlich will ich hier die Dummy-Logos nicht mehr haben. Die muss ich mir also auswählen und ja, jetzt habe ich es richtig erwischt. Nein, ich habe es falsch erwischt. Muss ich mir auswählen. Dann kann ich hier auf der rechten Seite in der Ebenenauswahl sehen, wo diese ganzen Symbole oder wo diese ganzen Ebenen angelegt sind und kann die dann einfach entfernen, zum Beispiel. Ich brauche auch keine drei Monitore in meinem Messedesign. TV2, den können wir komplett rausnehmen. Und den da unten nehmen wir auch raus. Das ist TV3 hier in dem. Habe ich hier oben noch einen Monitor, den will ich verschieben. Das wäre dann TV1 wahrscheinlich. Genau. Und den verschiebe ich mir jetzt einfach dahin, wo ich ihn hinhaben will. Dahin zum Beispiel. Das Bild brauche ich sowieso nicht. Das kann auch gleich wieder weg. Hier drüben ist dasselbe auch noch. Das Roll-Up hat ein Bild, ein Dummy-Bild, das kommt auch weg. Und hier der Tresen auch. So, jetzt habe ich. Achso, hier ist noch ein Logo-Dummy auf dem Computer. Den kann ich noch schnell entfernen. Und hier sind noch die Flyer im Flyerständer. Da ist einer. Da ist einer. Und da ist einer. Gut. Jetzt habe ich eine ganz nackige Vorlage ohne irgendwas drin. Und jetzt kann ich das an meine Bedürfnisse anpassen. Ich könnte jetzt zum Beispiel mir wünschen, dass ich im Hintergrund ein großes Bild habe. Eine Möglichkeit. Ich nehme jetzt, habe ich jetzt ein Landschaftsfoto zum Beispiel. Das habe ich auch im Beispielstand in der Presse, in der Mediengalerie verwendet. Das würde ich jetzt hier einfach in den Hintergrund haben wollen. Das ziehe ich mir einfach rein. Das kommt jetzt irgendwo in den Vordergrund. Das ist nicht so schön, aber ich kann es mir alles noch zurechtschieben. Das schiebe ich mir ziemlich weit nach hinten.
Diese Ebenen hier auf der dieser Ebenenliste sind sehr stapelmäßig aufgebaut. Das heißt, je weiter nach unten ich das schiebe, desto, ja, desto weiter nach hinten rutscht sozusagen das Bild. Und jetzt kann ich es mir noch zurechtschieben, dass es hier reinpasst ungefähr und zurechtschneiden. Ich würde jetzt einfach den Hintergrund hier ganz quick and dirty, ganz grob auf das auf den Hintergrund anpassen. Das kann man natürlich dann für die eigene Grafik noch ein bisschen hübscher machen. Hier jetzt bloß zum Zeigen. Ich mache mir hier eine Auswahl. Moment, für den Hintergrund. So. Und dann schneide ich die Ebene nach dem Auswahl zu. Schon ist meine Hintergrundgrafik ungefähr im Format. Diese Hintergrundwand hier. So, dann würde ich jetzt zum Beispiel hier auf diesem Bildschirm noch ein Vorschaubild von meinem Video packen. Ich habe jetzt kein Vorschaubild vorbereitet für das Video. Ich nehme jetzt einfach hier das andere Foto, was wir zur Auswahl haben. Ziehe das hier noch mit rein. Das ist natürlich viel zu groß. Das müssen wir viel, viel kleiner machen. Weiß nicht, da reicht wahrscheinlich 10%. Ja, das reicht jetzt erstmal für. Zum Demonstrieren reicht das. Im Detail wird man es dann vielleicht nochmal genau auf den Monitor anpassen. Und das muss ich natürlich jetzt dahin schieben, wo es hingehört, nämlich auf TV1. Damit es auch in der richtigen Ebene ist und auch angezeigt wird. So, und jetzt könnte man ja zum Beispiel hier unten auf den Tresen noch ein Logo packen. Das passt wahrscheinlich von der Größe her sogar schon. Genau, und da würde ich zum Beispiel auf die Roll-Ups vielleicht noch ein bisschen Text packen wollen. Jetzt ist die Farbe aus irgendeinem Grund hellgrün geworden. Dann machen wir natürlich noch schnell schwarz draus. Also wahrscheinlich ist es gerade eine falsche Ebene. Ich sehe es gerade nämlich gar nicht. Genau, das kann natürlich noch viel größer. Und man kann sogar noch so Feinheiten machen, wie die Perspektive ändern. Aber das dann auch zu diesem leicht schräg gestellten Roll-Up passt. Dazu ziehe ich einfach die Ecken in die Ecken, sodass die Kanten zu den Kanten passen und dann sieht es noch ein bisschen realistischer aus. Und das zweite Roll-Up zum Beispiel, das könnten wir jetzt auch wieder mit dem Text bestücken. Dann nehmen wir jetzt mal. Schrift soll schwarz sein. Unsere Referenzen. Achso, freimarkieren natürlich. Gut, und auch hier machen wir noch die Perspektive. Damit es ein bisschen zu der Form des Rollups passt. Gut. So, und natürlich können wir jetzt noch beliebig viel weitere Sachen machen. Wir können hier noch Flyer reinlegen, zum Beispiel in den Flyerständer.
Also Bilder sozusagen, die aussehen wie ein Deckblatt von einem Flyer. Wir könnten hier noch was hinschreiben. Das können wir gleich mal schnell machen. Wir schreiben hier noch. Oh, Moment, jetzt habe ich die Perspektive wieder verändert. Text. Schreiben hier noch was rein. Da könnten wir zum Beispiel Kontakt reinschreiben. Das machen wir spaßeshalber in Rot. Man es auch sieht. Und machen das Ganze noch irgendwie fett. Bisschen kleiner, dass wieder in eine Zeile passt. Nein, was Falsches gemacht. Ich wollte diese Ebene bewegen, in die Mitte ziehen. Genau, gut. Also, das wäre jetzt sozusagen so ein paar kleine Bearbeitungen. Ich habe das Hintergrundbild getauscht. Ich habe hier ein Vorschaubild für das Video eingefügt. Ich habe hier ein paar Texte eingefügt. Ich habe hier ein Logo eingefügt. Und ich habe hier noch einmal Kontakt reingeschrieben. Ach so, das habe ich auch, das habe ich gar nicht gesagt. Das habe ich vorher noch gemacht. Ich habe hier diesen Monitor ein bisschen in die Mitte geschoben. Das habe ich auffälliger ist und nicht hinter der Pflanze verschwindet hier, wie es in der Vorlage war. Das sind ein paar einfache Anpassungen. Ich würde jetzt natürlich, wenn das mein Messestand wäre, noch ein paar Feinheiten machen, wie zum Beispiel hier am Rand dafür sorgen, dass das Bild nicht über den Rand hinausragt. Ich würde vielleicht die Roll-Ups noch einfärben oder mit einem Bild hinterlegen. Ich würde das Logo vielleicht noch ein bisschen exakter platzieren, dass oben und unten der gleiche Weißraum ist. Ich würde hier vielleicht eine andere Möglichkeit finden, dass es da nicht Text ist, weil das doch eine recht kleine Schrift wird. Und natürlich die Flyer noch platzieren, wenn ich den Flyerstand überhaupt brauche. Wir können auch einfach sagen, wir wollen den Flyerständer nicht, weil wir keine Flyer haben. Dann nehmen wir den Flyerständer einfach raus. Machen ihn unsichtbar zum Beispiel. Und weg ist er. Und schon ist der Stand fertig gestaltet. Das Ganze speichere ich dann. In dem Fall bei GIMP sagt man exportieren. Und ich nenne das jetzt Hintergrund. Exportiere es mit den Standardeinstellungen. Das funktioniert wunderbar. Und dann gehen wir wieder in unser Messeportal, gehen auf Medien. Medium erstellen. Zu unserem Stand ist ja nur einer auszuwählen. Eine von der Art Hintergrundgrafik, eine neue Datei. Das ist unser Hintergrund angepasst. Den nennen wir auch so. Dann wird er gespeichert. Dann gehen wir wieder auf den Stand. Und wählen hier als Messebild Hintergrund neue Tests aus. Da müssen wir einmal auf Speichern klicken, damit der auch wieder sozusagen hier neu geladen wird. Und schon ist unser neuer Stand da. Jetzt müssen natürlich alle Widgets neu platziert werden, weil sich alles ein bisschen verschoben hat. Das hier war das Video, das kann wieder auf dem Bildschirm. Hier war die Bildergalerie mit den Referenzen, das passt hier wunderbar. Das war die Infobox mit dem ganz tollen Angebot. Die kann hier auf dem Rollup stehen. Das war das Bewerbungsformular. Das packe ich jetzt hier auf die Blume, weil ich dafür jetzt kein Element eingebaut habe in der Hintergrundgrafik. Hier war der Link zur Videokonferenz. Kommt auf den Bildschirm. Und der Link zu unserer Webseite kommt aufs Logo. Das passt auch wunderbar. Und schon ist meine angepasste Hintergrundgrafik für den Stand fertig. Und der Stand ist auch optisch so, wie ich ihn dann unter Umständen haben möchte. Ich speichere jetzt einmal nochmal schnell, dann gehen wir nochmal zurück zu GIMP. Das war jetzt der Weg, wenn man eine Grafik mit GIMP, Photoshop, Corel, vielleicht auch anderen Werkzeugen bearbeitet und sich an unsere Vorgabe oder unsere Vorlage hält.
Das ist aber keine Pflicht. Das ist zwar schön, weil das dann eine Messe ergibt, die ein gewisses einheitliches Look and Feel hat, aber das ist keine Pflicht. Das heißt, wenn jetzt irgendeiner der Aussteller oder der Ausstellerinnen nicht in der Lage ist, das, was ich hier getan habe, zu machen oder bei dem Anschauen des Videos denkt, oh Gott, das kriege ich doch niemals hin, dann ist das total okay. Erstens gibt es die Möglichkeit, dass wir unterstützen. Also gerade, sag mal, so einfache Sachen, wie wir es hier gemacht haben. Texte platzieren, Bilder platzieren, Logo platzieren und ein paar Farben anpassen. Und ein paar Positionen anpassen. Dafür haben wir sozusagen ein kleines Zusatzangebot in den Ticketkauf für die Aussteller integriert, dass wir bzw. ein von uns beauftragter Grafiker diese Arbeiten übernehmen, gegen einen kleinen Aufpreis, in dem Fall von 30 € netto. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, mir ist das nicht wichtig, dass es aussieht wie ein Messestand. Ich will bloß, dass es mich als Firma oder mich als Unternehmen repräsentiert. Dann kann man zum Beispiel stattdessen einfach auch ein Foto nehmen. Also klar wäre es schöner, wenn alle einen Messestand aufbauen und das wirklich nach Messe aussieht, weil dann eben auch alle sich ein bisschen vielleicht zu Hause fühlen, die Messen gewohnt sind. Aber ich will auf keinen Fall auf diesem Weg durch diese technische Hürde der Grafikbearbeitung irgendein Unternehmen ausschließen. Das heißt, wenn jetzt irgendein Unternehmen daherkommt und sagt, ich mache einfach ein Foto von meinem Firmengelände und nehme das als Messestand, dann ist mir das genauso recht. Oder ein Foto einer Ladentheke oder eine Rezeption eines Hotels. Von mir aus auch einfach ein Landschaftsfoto. Wir können auch einfach dieses Foto, was ich hier im Hintergrund habe, als Landschaftsfoto nehmen und da unsere Klickpunkte drauf platzieren. Der Messestand ist am Ende wirklich nur eine visuelle Stütze, damit, wenn ich das Bild sehe, ich an der Stelle die Klickpunkte erwarte, wo ich optisch eine passende Information vorfinde. Also auf dem Bildschirm erwarte ich ein Video oder eine Galerie. Auf einem Roll-up erwarte ich Informationen. Auf einem Bildschirm computermäßig erwarte ich irgendetwas Interaktives, wo ich ja, draufklicken kann, wo ich einen Link aufrufen kann oder ein interaktives Werkzeug wie eine Videokonferenz benutzen kann. Wenn ich auf dem Logo was zum Klicken sehe, dann rechne ich schon damit, dass ich entweder zu einer Unternehmensvorstellung oder zur Webseite des Unternehmens geleitet werde. Das ist sozusagen die visuelle Stützfunktion des Messestandes. Aber das soll nicht heißen, dass irgendjemand sich ausgeschlossen fühlen soll und vor der Messe zurückschrecken soll, weil die visuelle Einrichtung des Messestandes die oder denjenigen überfordert. Wir sind genauso glücklich mit einem schönen Landschaftsfoto aus der Seenplatte als Hintergrund und auch da kann ich meine Klickpunkte wunderbar platzieren. Das Format ist wichtig, 3000 Pixel breit, 1136 Pixel hoch. Das wird beim Hochladen abgefragt, wenn ich hier nochmal in die Medienansicht gehe. Das heißt, das kann man eigentlich gar nicht falsch machen. Wenn ich hier eine Medienhintergrundgrafik hochladen möchte, dann sagt er mir diese beiden Formate. Wir wünschen uns natürlich das breitere Format. Es geht zur Not aber auch dieses Format. Das heißt, alles, was ich machen muss, maximal ist das Foto zurechtschneiden. Und das können sogar die allereinfachsten Grafikprogramme, sogar auf dem Handy, kann man ein Foto zurechtschneiden, damit es diesem Format entspricht. Und dann habe ich die Möglichkeit, eben mit einem Foto auch meinen Messestand schön zu gestalten, ohne großen technischen Grafikaufwand dafür betreiben zu müssen. Von mir aus kann es zum Beispiel auch ein Kunstwerk sein. Wenn jetzt jemand einen Künstler kennt und den unterstützen möchte oder selbst ein Künstler ist und ein Werk als Hintergrund verwenden möchte, warum nicht ein Kunstwerk? Also da setzen wir überhaupt keine Grenzen. Klar ist ein Messestand für das Gesamtmesserlebnis schön, aber bevor jetzt irgendein Unternehmen aus dem Landkreis sagt, ich nehme nicht teil wegen der Grafik, dann doch lieber ein Foto. In diesem Sinne hoffe ich, dass jetzt alle ein bisschen gesehen haben, wie man den Stand gestalten kann, ein paar Anregungen vielleicht bekommen haben und verspreche, dass in der nächsten Zeit auch noch ein drittes Tutorial kommt, mit dem Thema Einbindung des Chats.